Aber nehmen wir nun an, dass die Industriegesellschaft die nächsten Jahrzehnte überlebt und dass die Fehler schließlich aus dem System beseitigt werden, sodass es reibungslos funktioniert. Was für ein System wird es sein? Wir werden mehrere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Postulieren wir zunächst, dass es den Computerwissenschaftlern gelingt, intelligente Maschinen zu entwickeln, die alles besser können als Menschen. In diesem Fall wird vermutlich die gesamte Arbeit von umfassenden, hochorganisierten Maschinensystemen erledigt. Und es ist kein menschlicher Einsatz erforderlich. Es kann einer von zwei Fällen auftreten. Man könnte entweder zulassen, dass die Maschinen alle Entscheidungen selbst treffen, ohne menschliche Aufsicht, oder aber der Mensch behält die Kontrolle über die Maschinen. Wenn es den Maschinen gestattet wird, alle ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, können wir keine Vermutungen über die Ergebnisse anstellen, da es unmöglich ist einzuschätzen, wie sich solche Maschinen verhalten würden. Wir können nur feststellen, dass das Schicksal der Menschheit den Maschinen ausgeliefert wäre. Man könnte argumentieren, dass die Menschheit niemals dumm genug wäre, alle Macht den Maschinen zu übergeben. Aber wir behaupten weder, dass die Menschheit freiwillig die Macht an die Maschinen übergeben würde, noch dass die Maschinen absichtlich die Macht ergreifen würden. Was wir jedoch vorhersehen ist, dass die Menschheit sich wie selbstverständlich in eine Position der Abhängigkeit von den Maschinen begibt, in der sie praktisch keine andere Wahl hätte, als alle Entscheidungen der Maschinen zu akzeptieren. Da die Gesellschaft und die Probleme, mit denen sie konfrontiert ist, immer komplexer werden und Maschinen immer intelligenter werden, werden die Menschen den Maschinen immer mehr Entscheidungen überlassen. Einfach weil maschinell getroffene Entscheidungen bessere Ergebnisse erzielen als menschliche Entscheidungen. Schließlich könnte man eine Stufe erreichen, auf der zur Systemerhaltung notwendige Entscheidungen zu komplex für die begrenzte Intelligenz von Menschen würden. Von diesem Moment an haben die Maschinen die tatsächliche Kontrolle. Die Menschen können die Maschinen dann nicht mehr einfach abschalten, denn sie werden so abhängig von ihnen sein, dass das Ausschalten Selbstmord gleichkommt. Es ist aber andererseits auch möglich, dass der Mensch die Kontrolle über die Maschinen behält. In diesem Fall mag der Durchschnittsmensch die Kontrolle über bestimmte private Maschinen wie sein Auto oder seinen Personalcomputer haben, aber die Kontrolle über große Maschinensysteme wird in den Händen einer winzigen Elite liegen, genau wie heute, aber mit zwei Unterschieden. Aufgrund verbesserter Techniken wird diese Elite eine größere Kontrolle über die Massen haben. Und weil menschliche Arbeit nicht mehr notwendig sein wird, werden die Massen überflüssig sein, eine nutzlose Belastung für das System. Wenn die Elite rücksichtslos ist, könnte sie einfach beschließen, die Masse der Menschheit auszulöschen. Wenn sie menschlich ist, kann sie Propaganda oder andere psychologische oder biologische Techniken einsetzen, um die Geburtenrate zu senken, bis die Masse der Menschheit ausstirbt und die Welt den Eliten überlassen bleibt. Oder, wenn die Elite aus weichherzigen Liberalen besteht, könnte sie beschließen, die Rolle des guten Hirten zu spielen, der über den Rest der Menschheit wacht. Sie wird dafür sorgen, dass die körperlichen Bedürfnisse aller befriedigt werden, dass alle Kinder unter psychisch-hygienischen Bedingungen aufwachsen, dass jeder ein sinnvolles Hobby hat, das ihn beschäftigt, und dass jeder, der unzufrieden sein könnte, sich einer Behandlung unterzieht, um sein Problem zu heilen. Natürlich würde sich so ein Leben sinnlos anfühlen, so dass die Menschen biologisch oder psychologisch manipuliert werden müssten, um entweder ihr Bedürfnis nach dem Power Process zu stillen oder sie dazu zu bringen, ihren Machttrieb in einem harmlosen Hobby zu sublimieren. Diese manipulierten Menschen mögen in einer solchen Gesellschaft glücklich sein, aber sie werden mit Sicherheit nicht frei sein. Sie sind auf die Stufe von Haustieren gesunken. Nehmen wir nun aber an, dass es der Computerwissenschaft nicht gelingt, künstliche Intelligenz zu entwickeln, sodass menschliche Arbeit weiterhin notwendig bleibt. Dennoch werden immer mehr Maschinen die einfacheren Aufgaben übernehmen, sodass es einen zunehmenden Überschuss an menschlichen Arbeitskräften auf niedrigeren Leistungsniveaus geben wird. Wir sehen, dass dies bereits geschieht. Es gibt viele Menschen, für die es schwierig oder unmöglich ist, Arbeit zu finden, weil sie aus intellektuellen oder psychologischen Gründen nicht das erforderliche Ausbildungsniveau erreichen können, um sich im gegenwärtigen System nützlich zu machen. An diejenigen, die Arbeit haben, werden immer höhere Anforderungen gestellt. Sie brauchen immer mehr Training, immer mehr Können,
Sie müssen immer zuverlässiger, anpassungsfähiger und fügsamer sein, weil sie immer mehr den Zellen eines riesigen Organismus gleichen. Ihre Aufgaben werden zunehmend spezialisierter, sodass ihre Arbeit gewissermaßen keinen Bezug mehr zur realen Welt hat und sich auf einen winzigen Ausschnitt der Realität konzentriert. Das System wird alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel anwenden müssen, sei es psychologischer oder biologischer Natur, um die Menschen dazu zu bringen, für das System fügsam und nützlich zu sein und den menschlichen Drang nach Macht in eine spezielle Aufgabe zu sublimieren. Aber die Aussage, dass die Menschen einer solchen Gesellschaft fügsam sein müssen, bedarf möglicherweise einer Einschränkung. Für die Gesellschaft kann Konkurrenzgeist nützlich sein, vorausgesetzt, man kann ihn in Bahnen lenken, die den Bedürfnissen des Systems dienen. Wir können uns eine zukünftige Gesellschaft vorstellen, in der es einen endlosen Wettbewerb um Prestige und Machtpositionen gibt. Aber nur sehr wenige Menschen werden jemals jene Zone erreichen, wo es noch menschliche Macht gibt. Eine Gesellschaft, in der jemand seinen Machttrieb nur dadurch befriedigen kann, dass er viele andere aus dem Weg räumen und deren Machtstreben vereiteln muss, ist abstoßend. Man kann sich Szenarien vorstellen, die Aspekte von mehr als einer der gerade besprochenen Möglichkeiten beinhalten. Beispielsweise kann es sein, dass Maschinen den Großteil der Arbeit übernehmen, die von tatsächlicher, praktischer Bedeutung ist, der Mensch jedoch durch relativ unwichtige Arbeit beschäftigt bleibt. Es wurde beispielsweise vermutet, dass eine starke Entwicklung des Dienstleistungssektors Arbeitsplätze für Menschen schaffen könnte. So verbrächten die Menschen ihre Zeit damit, einander die Schuhe zu putzen, einander in Taxis herumzufahren, Kunsthandwerk füreinander anzufertigen, einander in Restaurants zu bedienen und so weiter. Dies erscheint uns als eine durch und durch verachtenswerte Art und Weise, wie die Menschheit und wir enden könnten. Ich bezweifle, dass viele Menschen in solch sinnloser Beschäftigungstherapie ein erfülltes Leben finden könnten. Sie würden nach anderen gefährlichen Ventilen suchen, Drogen, Kriminalität, Sekten, Hassgruppen. Man hätte sie biologisch oder psychologisch bereits so manipuliert, dass sie in dieses Leben passen. Selbstverständlich schöpfen die oben skizzierten Szenarien nicht alle Möglichkeiten aus. Sie geben nur die Arten von Ergebnissen an, die uns am wahrscheinlichsten erscheinen. Aber wir können uns keine plausiblen Szenarien vorstellen, die optimistischer wären als die, die wir gerade beschrieben haben. Mit überwältigender Wahrscheinlichkeit wird das industriell-technologische System, wenn es die nächsten 40 bis 100 Jahre überlebt, bis dahin bestimmte allgemeine Merkmale entwickelt haben. Individuen, zumindest solche vom bürgerlichen Typus, die an das System angepasst sind und es am Laufen halten und die deshalb die Macht ausüben werden, mehr denn je von großen Organisationen abhängig sein. Sie werden stärker sozialisiert sein als je zuvor und ihre körperlichen und geistigen Qualitäten werden zu einem erheblichen Teil, möglicherweise zu einem sehr großen Teil, das Resultat künstlicher Manipulationen sein und nicht mehr Ergebnis des Zufalls oder des göttlichen Willens oder wessen auch immer. Und was auch immer von der wilden Natur übrig bleiben mag, wird auf Überreste reduziert, die für wissenschaftliche Studien konserviert und unter der Aufsicht und Verwaltung von Wissenschaftlern gehalten werden und daher nicht mehr wirklich wild sein. Auf lange Sicht wird es wahrscheinlich weder die Menschheit noch andere wichtige Organismen in der Form geben, wie wir sie heute kennen. Denn wenn man einmal damit begonnen hat, Organismen durch Gentechnik zu verändern, gibt es keinen Grund, an einem bestimmten Punkt damit aufzuhören, sodass die Veränderungen wahrscheinlich so lange andauern werden, bis der Mensch und andere Organismen völlig transformiert sind. Was immer eintreten mag, eines ist sicher, die Technologie wird für den Menschen eine neue physische und soziale Umgebung schaffen, die sich radikal von dem Spektrum der Umgebungen unterscheidet, an die die natürliche Selektion den Menschen physisch und psychisch angepasst hat. Wird der Mensch nicht durch künstliche Manipulation an diese neue Umwelt angepasst, dann wird es durch einen langen, schmerzhaften Prozess der natürlichen Auslese geschehen. Ersteres ist weitaus wahrscheinlicher als Letzteres. Es wäre besser, das ganze verrottete System zu beseitigen und die Folgen zu tragen.